Walk in like a big shot. Big shot. Hey, big shot. Big shot. Walk in on big shot. Big shot. Yeah. Big shot. Big shot. Get a kid walk in on big shot. So, wir sind jetzt hier bei der Siegerehrung von den Warrior Games 2022 und der Sieger wird gekürt vom Vorjahressieger Julian Lutz. And our photo winner, Julian Butter! Butter, good job, yeah. Die Grundidee der Warrior Games ist entstanden in der Corona-Zeit, wo wir uns einfach überlegt haben, was können wir am Ende der Saison kreieren, damit wir die Jungs da ein bisschen wieder aktivieren und einen schönen Abschluss haben nach so einer Saison. Mit vielen Pausen und eben mit Corona. Und da ist die Idee eben der Warrior Games entstanden, eben auf Basis der Ninja Warrior Games, die man aus dem Fernsehen kennt, haben wir unseren eigenen Parcours aufgrund der Begebenheiten und Möglichkeiten, die wir hier in der Akademie haben, kreiert. Wir haben im Prinzip ein 5-Tages-Event. Am Montag haben wir Event 1, das ist ein Parcours, der im Turnsaal stattfindet, wobei wir einen zweiten Parcours haben. Wir starten mit einem Parcours und enden mit einem Parcours, weil das sind die zwei Events, wo es geht darum, an die Grenzen zu gehen. Da ist All Out. Da geht es darum, wer hat den meisten Willen, Kampfgeist, wer will gewinnen, wer will da durchkommen, so schnell wie möglich. Und deswegen beginnen wir mit so einem Event und enden mit so einem Event. Dazwischen haben wir am Dienstag haben wir in der Kraftkammer und der Mittwoch ist On Ice Sprint. Das sind unsere zwei Events, wo wir als Off-Ice-Trainer versuchen, auch die Leistungsdiagnostik ein bisschen in dieses Event einzubauen. Das heißt, am Dienstag machen alle Jungs einen Maximalkrafttest, das ist Bankdrücken und beidbeinige Kniebeuge. Und am Mittwoch haben wir einen Sprinttest am Eis, vorwärts, rückwärts und einen auch dazu absolvieren, wo wir eben das wirklich jedes Jahr überprüfen können. Das sind alles standardisierte Dinge, die immer gleich ablaufen, gleiche Distanz, gleiche Pausengestaltung, wo wir das von Jahr zu Jahr eigentlich nutzen können, um unsere Arbeit auch zu kontrollieren und die Entwicklung der Jungs ein bisschen zu dokumentieren. Im Gegensatz zu 2021 haben wir ein Event zusätzlich. Das ist wieder On Ice und der geht Richtung Crashed Ice, wo es auch darum geht, Gewandtheit, Wendigkeit, Skatingtechnik und natürlich Speed und Sprintfähigkeiten am Eis. Wenn man den Vorjahressieger, den Julian Lutz, beobachtet hat letztes Jahr, dann hat ihm ausgezeichnet einfach der Siegeswillen, den Ehrgeiz, den er für jedes einzelne Event an den Tag gelegt hat. Und wenn etwas nicht ganz funktioniert hat, und er war nicht erst, weil es hat ja nicht jedes Event gewonnen, also er war all over als Sieger, aber es hat andere Athleten gegeben, die waren ein bisschen besser und das hat ihm juxt. Und da hat man eben gesehen, dass er ein Winnertyp ist. Der wollte es gewinnen, das hat ihm getaugt. Und ich glaube, nicht umsonst ist der Julian schon bei den Profis in München jetzt, weil er einfach einen sehr guten Charakter hat und den Siegeswillen zeigt, das, was man sich von einem Athleten wünscht. I'm a winner, gold, not the silver, yeah. Flow, like a river, never sold to the highest bidder, this sold, they got a lever, only made for those who know the deal, they a broken rail, I'm a motor, time to show the skill, yeah, I'm a natural born winner, the designated hitter with the hits that I deliver, I started out. So,
Wir sind jetzt hier in der Kabine. Man sieht schon, die Schlittschuhe hängen da, alles vorbereitet fürs Eis. Aber es gibt ja auch noch den Off-Eis-Bereich, den Bereich Krafttraining, Athletiktraining. Welche Bedeutung hat der für euch? Ja, es ist natürlich sehr wichtig. Vor allem in der Zeit jetzt im Sommer ist es natürlich das Wichtigste. Je mehr man halt jetzt investiert im Sommer, desto besser wird es da in der Saison wahrscheinlich dann gehen. Off-Eis ist natürlich sehr, sehr wichtig. Um, ich sag mal, auf ein anderes Level zu kommen, um besser zu sein, um mehr Ausdauer auf dem Eis zu haben, schneller zu sein und sich allgemein körperlich durchzusetzen. Trotzdem, Eis ist natürlich das Wichtigste, aber wenn man Off-Eis umso mehr macht, ist man umso besser auf dem Eis, denke ich. Könntest du uns das vielleicht ein bisschen erklären, wie das bei euch mit eingebaut ist, das Thema Regeneration? Jetzt dadurch, dass ich lange verletzt war dieses Jahr, habe ich viel gelernt, wie man sich besser regeneriert mit Essen, was man nach dem Training macht, halt Stretching und so, zum Beispiel Yoga ist sehr wichtig. Mittlerweile gibt es so viele Sachen, um zu regenerieren. Da gibt es Boots, wo man sich reinlegen kann, um zu regenerieren und ja. Wann habt ihr so mit dem Krafttraining, mit Athletiktraining bewusst angefangen? Ich würde sagen, als ich hier in die Arke gekommen bin, mit 12. Ja, so Athletik, glaube ich, auch ziemlich früh, so 11, 12. Aber das richtige Krafttraining, wo man dann so wirklich Gewichte nimmt, glaube ich, erst so mit 13 sowas. Wie wir 2014 da in die Akademie gekommen sind, haben wir zusammen halt ein Krafttraining gehabt im Sommer und haben das halt alle gemacht, aber es war eigentlich wirklich mehr so ein Teamtraining. Und jetzt über die Jahre mit den ganzen Testungen, was man da natürlich machen kann in der Akademie, trainiert man jetzt im Profibereich mehr, was man eigentlich wirklich braucht. Was ist denn so der Bereich, der euch am meisten Spaß macht? Ich bin eigentlich mit allem ziemlich okay, sag ich mal. Also ich gehe jetzt nicht gerne eine Stunde laufen oder ich sitze mir nicht gerne eine Stunde aufs Rad, sondern ich stelle mir lieber 2 Stunden in die Kraftkammer und trainiere so. So schaut es bei mir aus. Also machst du dann wirklich Krafttraining? Welche Übungen machst du oder was sind deine Lieblingsübungen? Ja, natürlich Oberkörper trainiere ich lieber wie Beine, glaube ich, würde ich sagen. Meine Lieblingsübungen? Bizeps Curls. Bizeps Curls, Bankdrücken. Wie schaut es bei dir aus, Lieblingsübungen? Ja, also ich glaube, beintechnisch so Nordic Hamstrings mache ich gerne. Und ja, die Übung fährt schon gescheit rein. Was mich noch interessieren würde, es wird ja heutzutage eigentlich vom Eishockeyspieler immer verlangt, dass er mobil und agil ist. Ich glaube, dieses Mobility- und Agility-Thema ist sehr stark gewachsen. Was macht ihr da konkret dafür, für dieses Thema? Ich glaube, vor 5 Jahren haben wir noch nie wirklich eine Mobi-Einheit gemacht oder so, wo wir wirklich eine halbe Stunde Übungen machen, wo wir den Körper bewegen. Aber jetzt ist es komplett anders geworden, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch sehr wichtig für einen Eishockeyspieler, dass du beweglich bist und das kannst du alles off-ice machen und dann wird es dir natürlich am Eis viel mehr bringen, je beweglicher du bist. Wie ist denn so ein Wochentrainingsplan von euch aufgebaut? So, ja, der Athletikplan jetzt mal nur ohne Eistraining. Ich glaube, die Woche, die startet immer sehr hart mit dem Beintraining, wo man ja sehr viel macht, halt mit vielleicht Core ein bisschen und ein bisschen Ausdauer, aber keine Intervalle. Und dann am nächsten Tag Intervalle mit Upper Body, also mit Oberkörper. Und Mittwoch ist dann halt vielleicht so ein bisschen mehr Core, vielleicht irgendwas für den Gluteus, vielleicht ein bisschen Schnelligkeit und auch Mobi. Und Donnerstag dann wieder Legs mit Ausdauer und Freitag dann wieder Upper Body mit Intervalle und Mobi und ja, Core vielleicht. Und Samstag, Sonntag sind Regenerationstage? Ja, Samstag ist so noch ein Biketag, wo man ein bisschen länger biket. Und dann Sonntag ein Regenerationstag. Wie schaut das bei dir aus? Ja, eigentlich hier ziemlich gleich. Also wir trainieren eben auch von Montag bis Freitag mit der Mannschaft. Eigentlich jeden Tag 2-mal außer Mittwoch. Und ich glaube, wir kommen so auf 6 bis 7 Krafttrainings in der Woche. Und ja. Swear I'm the greatest, I don't know defeat. I got the stadium all on their feet. Want me on the team, it's gonna cost you a fee. A legend still living, so ain't nothing cheap. Where my commas at? I just ran it up like a running back. Where my commas at? I'll make it the dub, I don't got a cap. I'm on another one. On one, on one, on one. I'm on another one. On one, on one, on one.